Ich habe ein sensationelles Zitat gelesen und in dem Zitat geht es folgendermaßen. Kein Umstand kann uns aufhalten. Keine Probleme können uns aufhalten. Nicht mal Menschen können uns aufhalten. Die einzige Person, die uns aufhalten kann, sind wir selber. Unser Mindset entscheidet, wie erfolgreich wir tatsächlich sind. Unsere Denkweise und genau aus dem Grund ist es wichtig, dass wir positiv denken, um genau die Ergebnisse in unserem Leben zu erzielen, die wir haben wollen. Und ich erkläre euch gleich die drei Konzepte, wie du positiver denken kannst. Konzept Nummer 1, wie du sofort positiver denkst, ist denkbar einfach. Wir manipulieren uns die ganze Zeit selber. Wir bremsen uns selber. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Hör auf, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Wir vergleichen uns mit dem Besten, mit reichen Menschen, mit erfolgreichen Menschen, mit Menschen, die in tollen Partnerschaften leben. Aber jetzt mal ehrlich, wie viele Menschen haben genau dein Leben? Wie viele Menschen haben die Lehre gemacht, die du gemacht hast, haben das studiert, was du gemacht hast, haben das erwirtschaftet, erarbeitet, was du geleistet hast? Wie viele Menschen waren genau im gleichen Urlaub wie du? Keiner. Es gibt nur eine Person, die dein Leben gelebt hat und das bist du. Aus dem Grund, hör auf, dich zu vergleichen. Wenn du aufhörst, dich zu vergleichen, beginnt deine Lebensqualität und du hast bessere Ideen, du denkst automatisch positiver und du bist genau damit erfolgreicher. Hör auf, dich zu vergleichen. Tipp Nummer 2, wie du sofort positiv denken kannst, ist ebenfalls denkbar einfach. Wir Deutschen sind schon besonders. Als ich in Australien im Ausland war, habe ich erst mal gelernt, wie wir Deutschen tatsächlich sind. Ich habe gemerkt, dass wir Deutschen uns gerne auf das fokussieren, was wir noch nicht haben. Das heißt, wir sind so perfektionistisch, so zielstrebig und schauen nur auf die Dinge, die wir nicht haben. Dabei vergessen wir, was wir alles erreicht haben. Ich kenne es zum Beispiel, wenn ich abends in meinem Bett einschlafe und ich schaue nur auf die Dinge, die ich noch nicht erreicht habe, all die Ziele, wo ich noch gar nicht bin, dann werde ich traurig, dann habe ich eine negative Energie. Wenn ich aber anfange, mal kurz nachzudenken, was hast du heute alles erreicht? Welchen Deal hast du geschlossen? Welches Ziel hast du erreicht? Was hast du gemacht, was vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber trotzdem zu deinen Zielen gehört? Merkst du, dass es dir gut geht. Ich fange im Bett an zu lächeln, mir geht's gut. Und vor allem, wenn ich einschlafe, habe ich ein gutes Gefühl und wache am nächsten Tag auf. Und mein Unterbewusstsein, das positiv denkt, hat super coole Ideen für den nächsten Tag. Fokussiere dich deswegen auf die Dinge, die du positiv abgeschlossen hast, die du erreicht hast. Tipp Nummer 3 für dich. Nimm das an, was passiert. Dinge passieren einfach in unserem Leben. Wenn wir uns aufregen, kommen wir nicht weiter, aber stimmt uns negativ. Kennst du zum Beispiel, wenn es regnet und so weiter, wenn du einen Unfall hast, du stehst im Stau, gibt es Menschen, die regen sich furchtbar auf, aber du kannst diesen Umstand nicht ändern. Ich differenziere immer zwischen zwei Dingen. Entweder kann ich es ändern, habe einen Einfluss drauf, oder ich kann es nicht ändern und habe keinen Einfluss drauf. Auf all die Dinge, die ich nicht ändern kann, wie zum Beispiel das Wetter draußen, wenn es regnet, habe ich ja keinen Einfluss drauf, denen gebe ich keinerlei Bedeutung. Ja, oder wenn ich zum Beispiel, ich hatte einen Unfall mit meinem Auto, jemand ist reingefahren, ich war nicht da, Fahrerflucht, ich musste Geld zahlen, ich konnte es nicht ändern, ich habe mich nicht aufgeregt. Hätte ich mich aufgeregt, wären meine Gedanken negativ geworden, ich wäre nicht kreativ gewesen, ich hätte keine positiven Gedanken. Wenn Dinge passieren, auf die du keinen Einfluss hast, lass sie einfach so sein. Dinge, auf die du Einfluss hast, irgendwas funktioniert nicht, so wie du es machen willst, überleg dir, das ist eine Lektion. Überleg dir, was kannst du beim nächsten Mal draus machen, damit es nicht nochmal passiert. Lass dich einfach auf die Dinge ein, die so passieren, wie sie passieren und fokussiere dich auf die positiven Dinge. Du kannst jeder Situation, auch wenn du sie nicht wolltest, etwas Positives abgewinnen. Lerne aus den Dingen, die du ändern kannst und akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Schreib mir unten in die Kommentare, welcher der drei Tipps des positiven Denkens für dich am besten ist. Schreib mir auch gerne, was für dich am besten funktioniert, damit du erfolgreicher bist. Ich freue mich, wenn du mir den Daumen nach oben gibst, wenn du unten meinen Kanal abonnierst, damit du auch in Zukunft Tipps von mir bekommst. Ich zeige dir, wie du erfolgreicher bist und mehr Spaß in deinem Leben hast. Vielen lieben Dank und bis dann.